Ich würde dann mal anfangen, wie ich an so ein Projekt rangehen würde, prinzipiell. Storyboard, ne? Also ich glaube, jeder von euch war im zweiten Semester, beziehungsweise hat schon mal den Begriff Storyboard gehört, beziehungsweise selbst schon erstellt. Ich will da auch gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Da gibt es, wenn jemand da irgendwie noch meint, ein bisschen tiefer Informationen haben zu wollen, da kann ich dann das Tutorium im Workspace Advanced Animation Mixed Reality empfehlen. Da unter dem Punkt Projekte hat Max schon einmal Storyboarding, Storytelling schon mal ein Projekt angelegt und da kann man sich eigentlich ganz gut belesen, worauf es ankommt. Was ich nochmal betonen möchte in meinem Projekt ist eben zu sagen, dass das Storyboarding in dem Sinne wichtig ist, gar nicht auf einem allzu komplexen Standard, sondern einfach nur für sich selbst, um sich klar zu machen, welche Szenen möchte ich wirklich, ja, Motion Tracking beziehungsweise so ein Screen Replacement oder irgendwie halt irgendwo Assets halt einfügen, in welche Szenen möchte ich das tun, weil dafür, das sollte einem vorher bewusst sein, weil man während der Aufnahme dann auf bestimmte Sachen achten muss. Und was jetzt bei mir zum Beispiel jetzt war, wo ich mich jetzt auf das Tutorium vorbereitet habe, habe ich am Karstadt gedreht und war tatsächlich mit meiner Freundin, die dann der Darsteller war in diesem Video, viermal vor Ort, weil immer wieder irgendwelche Faktoren, wenn ich zu Hause angekommen bin und mir das die Footage angeguckt habe, irgendwas nicht gepasst hat. Und ich habe mir zwar ein Storyboard erstellt, habe aber so ein paar Punkte nicht bedacht. Darauf gehe ich auch noch mal gleich ein, welche Punkte das sind. Und dafür ist eben das Storyboard eben praktisch, zu wissen, okay, in diesen Szenen will ich einen Tracking machen, also eine Computerberechnung drüber laufen lassen und da muss ich eben bei der Aufnahme auf ein paar Sachen achten. Man sieht ganz, ganz sketchy, also nicht zu kompliziert. Es ist halt eher was für euch, als dass es für jemanden außerhalb ist. Natürlich, man kann mit einem Storyboard gut erklären, um was es gehen soll, aber in dem Falle ist es halt eher für mich gewesen, okay, die erste Szene ist, wir haben einen Establishment-Shot, also im Sinne von, das ist unsere Szene, das ist unsere Bühne, auf der wir arbeiten, der Charakter läuft eben rein, dann haben wir eben einen Over-Shoulder-Shot, da ist mir dann sozusagen bewusst, okay, bei dieser Aufnahme muss ich darauf achten, dass alles stimmt, weil hier will ich den Bildschirm ersetzen. Dann bei der dritten Szene haben wir auch wieder eine Szene, wo wir den Bildschirm ersetzen wollen. Und bei der vierten Szene wollen wir nicht den Bildschirm ersetzen, sondern eben ja, in die Landschaft eben so ein paar Punkte einsetzen, so als ob eben eine Art Navigations-App oder eben eine Sehenswürdigkeitsempfehlung stattfinden würde durch die App. Und dann eben genau dieser Punkt, dass man eben das sich einfach notiert. Am besten auch ein paar Notizen drunter schreiben, das habe ich in meinem Fall jetzt nicht gemacht. Einfach, dass man das schon mal im Kopf hat. Genau. Worauf müssen wir achten, wenn wir eben den Bildschirm außerhalb aufnehmen? Also das Ding ist, wenn man es indoor macht, also zu Hause, das ist natürlich der einfachste Weg, aber auch der ja, nicht so gern gesehene Weg. Also gerade die Dozenten haben natürlich schon einige Videoprototypen gesehen, wo man drinnen gesessen hat und die Aufnahmen einfach zu Hause gemacht hat. Und das wirkt dann immer nicht so, ja, also das freut die Dozenten nicht, so meine Erfahrung. Daher am besten schon gucken, dass die Szenerie auch zu der App passt und dass man eben sich ein bisschen Gedanken vorher macht. Und gerade bei dem Punkt Outdoor sind es eben mehrere Punkte, auf die man achten muss. Diese Punkte lassen sich aber auch anwenden auf Indoor-Aufnahmen, wenn man den Bildschirm aufnimmt. Genau, das Ding ist bewölkt oder Schatten. Also die Frage ist jetzt, warum das? Bei Sonne sieht es natürlich alles ein bisschen hübscher aus draußen, aber man bei einem bewölkten Wetter hat man eben den Vorteil, dass die Wolken eben wie eine Softbox wirken. Das heißt, wir haben weichere Schatten, wir haben weichere Reflexionen, beziehungsweise nicht so dolle Reflexionen auf dem Bildschirm. Und das ist eben das, was wir halt haben wollen. Also wir wollen eben nicht, dass wir überall starke Schatten haben, gerade vom Finger, wenn er gerade mal über den Bildschirm fährt. Und genauso wollen wir auch nicht, dass durch dieses starke Licht eben sich das Gesicht spiegelt oder wie auch immer. Das ist so das Ding. Es gibt auch noch die goldene Stunde. Die gibt es einmal morgens und einmal abends. Das kann man auch googeln, wenn man goldene Stunde googelt.
wird auch einem angezeigt, zwischen welchen Stunden das ist. Und das ist so die Zeit, wo die Sonne gerade untergeht und das Licht recht warm, leicht gelblich ist. Da die Sonne sehr flach steht, kann das auch funktionieren, was die Schatten angeht. Genau. Offene Blende. Ich weiß jetzt nicht, wie bewandert ihr alle seid, was Fotografieren geht oder Filmen angeht. Darum habe ich das jetzt nochmal reingenommen. Bei einer offenen Blende hat man eben eine höhere Tiefenunschärfe. Das heißt, das Objekt, was wir im Fokus haben, setzt sich besser ab vom Hintergrund. Also in unserem Fall ist es eben, das Handy ist scharf, die Person vorne ist unscharf, der Boden hinten ist unscharf. Wir haben sozusagen nur den Bereich scharf, den wir betonen wollen. Und das wirkt zum einen professionell und zum anderen wirkt es eben auch ja, für den Zuschauer eindeutiger, was man eben betonen möchte. Also wir wollen nicht die Schulter zeigen, wir wollen nicht den Boden zeigen, wir wollen eben das Handy zeigen in dem Fall. Genau. Dann Stativ oder stabilisiert, das ist das Ding, wofür ich eben zweimal losgegangen bin. Ich habe kein Stativ, was über eine Schulter rüberragt. Also ich habe nur so ein tiefes Stativ. Falls ihr irgendwelche Prototypen aufnimmt und ihr auch kein Stativ habt, könnt ihr euch das bei der Hochschule bei Herrn Nebelung ausleihen. Ich habe aber einen Schulterrig zu Hause, das hatte ich bei den zwei ersten Malen nicht dabei. Das ist im Grunde nur eine Auflage für die Schulter, für die Kamera. Ich kann das kurz mal. Kann ich das zeigen? Ja, Moment. Es hat mir 20 € gekostet, habe ich mir vor ein paar Jahren besorgt. Ist im Grunde nur eine Art Spinne, die man eben recht modular sich aufbauen kann. Dann schraubt man die Kamera drauf. Hat man hier die Kamera drauf und hat das eben stabilisierter. Das Ding ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit einer Spiegelreflexkamera aufnehmt und das aus der Hand filmt und über die Schulter zum Beispiel filmt, gibt es sogenannte Mikroruckler. Also die normalen Ruckler, die kennen wir, ne? Das sieht halt ein bisschen alles shaky aus. Aber diese Mikroruckler, das ist das, was uns das Tracking auch so ein bisschen zerreißt. Das sind nämlich Ruckler, die kommen durch den Aufprall oder den Aufstoß, wenn man jetzt sich, wenn man geht oder eben wenn man halt nicht so stillhalten kann, weil man die Kamera ein bisschen höher halten muss, sind das eben Bewegungen, wo der, wie heißt denn das, der Sensor der Kamera eben auch sich bewegt hat. Und dadurch gibt es halt immer wieder kleine, schnelle Bewegungsunschärfen, die dann vom Tracking-Programm sehr schwer interpretiert werden können. Und dadurch, wenn man jetzt den Bildschirm auswechselt, wackelt der dann ganz auffällig. Und die Illusion, die wir erschaffen wollten, ist damit betrübt, beziehungsweise ja, entgegengewirkt. Und das wirkt dann alles eben nicht mehr so hochwertig, wie man es vielleicht beabsichtigt hat. Daher stabilisieren oder, das wäre die Alternative, wenn die Kamera, also wenn man auch mit dem Handy aufnimmt, das geht ja auch, 60 Frames, selbst 60 Frames per Second aufnehmen kann, also sozusagen eine höhere Framerate hat, könnte man, wenn man auf die Umstände achtet, eben die Footage verlangsamen. Das heißt, ich nehme in 60 Frames auf und gehe dann in Premiere rein und verlangsame das um die Hälfte. Dann sind all die Ruckler, die wir drin hatten, durch diese Slow Motion in Anführungszeichen eben ausgeglättet. Worauf man aber dabei achten muss, ist einmal, dass keine Passanten zu sehen sind, weil die dann natürlich sich auch in Slow Motion bewegen. Genauso darf dann auch die Fingerbewegung nicht zu langsam sein, sonst wirkt das eben auch ein bisschen zu träge. Das ist auch sowas, wo man drauf achten sollte. Polfilter, da wäre mal meine Frage, das würde mich mal interessieren, kennt irgendwer von euch Polfilter? Also für die Kamera? Ja, eins, zwei. Okay, aber nicht alle. Okay. Das ist, die meisten Fotografen ist das vielleicht geläufig oder aber auch heutzutage Sonnenbrillen. Die neuesten Sonnenbrillen haben das heutzutage standardmäßig drin. Früher war das eher sowas, was man beim Angeln benutzt hat, bei Sonnenbrillen. Für den Fotografen ist es in dem Sinne interessant, dass ein Polfilter, das ist im Grunde ein, ja, ein Filter, den man eben vor sein Objektiv schraubt. Ich weiß nicht, ob es das fürs Handy gibt. Also ich habe es jetzt für die Kamera. Und das besteht aus zwei Ringen, die man eben gegeneinander drehen kann. Also genau, also ich kann das jetzt schwer zeigen. Also es gibt eben zwei Ringe und ich drehe sie und dabei passiert eben was. Und was passiert? Da habe ich euch mal eine Aufnahme gemacht. Es wird direkt, also eine bestimmte Richtung des Lichtes wird ausgeblendet, beziehungsweise
rausgefiltert. Jetzt muss ich mal gucken. Polfilter hier. Und dadurch haben wir die Möglichkeit, hier sieht man, wenn ich den Filter drehe, das sind die Spiegelungen und wie magisch verschwinden sie dann. Und das ist im Grunde der Fall in diesem Filter ist eben, dass er nur eine bestimmte Richtung an Licht eben durchlässt. Und durch das Drehen filtern wir eben alle anderen Richtungen des Lichts aus. Und die Reflexion ist ja im Grunde nur das Licht, was eben in einer bestimmten Richtung in die Kamera zurückgestrahlt wird. Und gerade wenn man dann eben eine Bildschirmaufnahme macht über eine Schulter draußen, ist es eben praktisch, wenn man so einen Pullfilter vorgeschraubt hat und eben noch letzte Spiegelungen ausblenden kann. Das ist dann schon sehr praktisch. Kosten, glaube ich, auch nicht so viel. Also zwischen 10 und 20 € so die günstigeren Modelle. Da geht es auch in die 100er hoch. Aber ich sag mal so, ich habe meinen in einem Set gekriegt und habe für das Set 20 € bezahlt und hatte da noch andere Filter drin. Also ja, es gibt halt noch ein paar Anwendungsbeispiele. Also hier habe ich es nochmal mit dem Filter davor versucht. Da drehe ich eben dran. Und also es lässt sich schwer sehen jetzt so. Ja, jetzt geht es so langsam, ne? Und auf einmal kann man in den Laden schauen. Das ist so dieser Unterschied. Reflexion und ohne Reflexion. Und genau das ist eben das, was wir, wenn wir eine gute Bildschirmaufnahme machen wollen, erreichen wollen. Also hier sieht man auch direkt, das Licht des Bildschirms kann auch gefiltert werden. Also man kann zum Beispiel auch das komplette Licht, was der Bildschirm abstrahlen würde, auch rausfiltern. Das wollen wir natürlich nicht, wenn wir einen Bildschirm aufnehmen. Aber ne, so daran erkennt man so ein bisschen so die Funktionalität. Also hier, ich drehe halt eben dran. Und zack, ist halt auch nichts mehr zu sehen. Und genauso lassen sich dann eben auch Spiegelungen rausfiltern. Genau, so. Genau, schnelle Verschlusszeit. Wieder zum Thema ja, Basics der Kamera. Also im Grunde, was wir nicht wollen, ist eben auch fürs Motion Tracking, auch wenn wir es stabil halten. Und ist halt immer noch das Ding, wenn man zum Beispiel das Handy bewegt oder wie auch immer. Wenn die Verschlusszeit gering ist, also langsamer ist, dann gibt es stärkeren Motion Blur, also sozusagen dieses Schlieren, die etwas zieht, wenn man etwas bewegt, also in der Kamera. Nennt man eben Motion Blur. Und je kürzer die Verschlusszeit ist, also je mehr wir in die Hundertstel gehen, desto weniger Motion Blur haben wir. Und gerade für die Szenen, wo wir den Bildschirm aufnehmen, macht es Sinn für das Tracken eben eine kurze Verschlusszeit zu haben. Genau. Und dann gibt es noch Überlappungen vermeiden. Überlappungen, damit meine ich zum Beispiel, daran habe ich dann auch bei den ersten Aufnahmen nicht gedacht, habe das dann aber im Schnitt gelöst. Im Grunde, wenn das, warte, ich zeige am besten die Originalaufnahmen. Wenn das Handy hier rauskommt, dann wird es eben für das Tracking-Programm schwieriger, zu sagen, wie der Bildschirm sich bewegt. Also im Grunde erst ab hier weiß unser Tracking-Programm, okay, das ist das Objekt, was ich verfolgen soll. Und diese Überlappung, die wir haben, in großer Fläche, ist eben schwierig. Man kann das händisch noch irgendwie hinkriegen. Aber im Grunde ist das Beste, wenn man es halt schnell machen will oder eben sich nicht zu viel Arbeit machen will, eben darauf zu achten, dass man eben dann im richtigen Moment schneidet, beziehungsweise eben nicht mit zu vielen Überlappungen arbeitet. Also hier habe ich dann in diesem Moment reingeschnitten und man hat dann trotzdem die Andeutung der Bewegung, aber ja, genau, das sollte dann auch reichen, so zum Andeuten. Genau, das ist so ein bisschen die Theoriegrundlage. Was ich auch noch mal kurz betonen kann, so als paar Tipps, was ich auch gemacht habe, ich habe ja mit einer offenen Blende gefilmt. Ich habe das zweimal angewendet, diesen Trick. Ich habe im Grunde die Aufnahme so gemacht, dass ich meine Freundin das Handy erst halten lassen habe, tippen lassen habe und dann runter machen lassen habe. So, in unserem Video sehen wir das Ganze so, dass es eben hochgeht, sie drauf tippt und dann gibt es einen Schnitt. Aber aufgenommen habe ich es, sie hält es in der Hand, sie tippt drauf und legt es, also macht es runter.
Der Sinn der Sache ist, wenn wir hier oben das Handy haben, kann ich darauf meinen Fokus setzen und weiß, dass dieses Objekt zu 100% scharf sein wird, wenn sie drauf tippt und wenn sie es runter macht. Aber wenn wir das andersrum machen würden und ich würde anfangen aufzunehmen, wenn sie das Handy unten hat und es dann hochnehme, wenn sie es dann hochnimmt, dann könnte es sehr, sehr schnell passieren, dass sie eben nicht zu demselben Punkt wieder zurückkommt, wo sie am Anfang war, als ich die Schärfe eingestellt habe. Und ja, damit haben wir ein nicht so scharfes Bild. Darum in dem Fall eben dieses Reversed-Aufnehmen macht in dem Falle Sinn. Genau, das habe ich eben auch bei der anderen Aufnahme gemacht. Das Ding ist, dann geht man einfach in Premiere rein und dreht einfach die Aufnahme um und dann wirkt es eben, als ob es eben richtig rum abgespielt war. Wichtig auch hier, habe ich auch bei meiner ersten Aufnahme nicht drauf geachtet, ist, dass wenn Leute durchlaufen, sie dann natürlich auch rückwärts laufen. Also darum, da muss man auch darauf achten, dass der Bereich, den man dann aufnimmt, wenn man das rückwärts abspielen will, natürlich nicht von Leuten begangen wird. Das sind also Sachen, an die man im ersten Moment vielleicht nicht so gedacht hat. Und wenn man zu Hause dann sitzt und dann die ersten Versuche macht, dann ärgert man sich. Das war bei mir so zumindest. Genau. Bei der ersten Aufnahme, mit der wir auch arbeiten werden, habe ich ohne Reverse gearbeitet. Aber was ich gemacht habe, ist, ich habe sie auf die finale Position gestellt, wo ich sie haben wollte. Habe unten auf dem Boden eine Markierung gemacht. Irgendwas lag da. Ich habe das einfach hingeschoben. Habe sie dann sozusagen rückwärts zu mir laufen lassen und dann habe ich die Aufnahme erst da reingeschnitten, wo sie sozusagen hier losgeht und sie bleibt genau da stehen, wo wir sozusagen vorher den Fokuspunkt gesetzt haben. Und so eine Kleinigkeiten einfach, ich weiß nicht, wie viel ihr euch mit Film auseinandergesetzt habt, ich habe jetzt auch nicht so viel Ahnung, aber das sind so meine Erfahrungen, die ich so gemacht habe. Und das ist so, wenn man diese Basis hat, dann hat man eigentlich schon mal eine gute Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen mit seinem Videoprototypen. Also wenn man eben seine App präsentieren will, dann will man ja eine Rahmenhandlung haben, beziehungsweise zumindest das Setting erklären. Und für genau das ist es dann eben auch gedacht.